Jetzt geht's weiter mit der Analyse. Ne? Das jetzt wird jetzt interessant. Mal gucken, wie er mich da behandelt hat. Ich weiß es nicht mehr, Digga. Wir sind bei den letzten beiden Qualifikationen angelangt. Punch, Arroganz und Gio. Kommen wir erstmal zu Gio. Von euch hat er 20 Punkte bekommen. Ey, aber warte mal, 80, also fast 81%. Ich glaube, das ist okay, oder? Das war noch okay. Das war jetzt nicht gehypt, aber auch nicht voll weggehatet, oder? Ich habe jetzt nicht mehr im Blick, wie es bei den anderen war. Wie das Verhältnis bei den anderen war. Aber ich glaube, das ging noch fit, ne? War ganz okay, ne? Also ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass ich voll gehatet wurde, aber scheint gar nicht so. Ich glaube, es war okay. Mittelfeld wahrscheinlich, würde ich jetzt schätzen. Aber vielleicht, irgendjemand meinte überdurchschnittlich, weiß ich jetzt nicht. Ich werde ja gleich eingerankt, ich bin gespannt. Aber ich glaube, dann ist es mit den Punkten von Julian, von dem her ist es dann wahrscheinlich wieder schwer vergleichbar. Ich müsste jetzt nochmal alle Videos durchgucken, aber kein Bock. Das Video. Die Szenen mit Gio sehen ziemlich gut aus und die von Dio sehen absolut beschissen aus. Gut und beschissen ergibt Durchschnitt, also 3 Punkte. Schnitt und Nachbearbeitung ist auch okay, nicht? Ich glaube, das hat Casa gedreht. Ja. Wir haben früher mal alles zusammen gemacht. Er hat meine Canon genommen, er hatte keine Ahnung von nichts. So, ich lasse das Standbild jetzt, lebt damit. Er hatte keine Ahnung von nichts, so, also null Plan. Ne? Ich musste mal alles einstellen. Das heißt, er hat sich vorher immer hingestellt. Ich habe scharf gestellt, dann habe ich die Belichtung und so halbwegs versucht. So, aber man sieht natürlich, ne, da hat voll das Equipment gefehlt. Völlig überbelichtet im Hintergrund und so. Ein Reflektor wäre da gut gewesen oder ist auch egal. Auf jeden Fall war das halt immer ein bisschen schwierig, ne, weil er hatte keine Ahnung, wie die genau funktioniert. Er war halt immer nur da und hat irgendwie gehalten. So. Und am Ende habe ich irgendwas rausgeschnitten. Kein Plan. Nichts Besonderes, aber in Ordnung. Locations wechseln sich auch mit ganz nett und total scheiße ab. Insgesamt ein Durchschnittsvideo. Punchlines. Ja. Die Runde ist fast ausschließlich auf Technik, Reimketten und Flow ausgelegt. Punchlines kommen dabei zwischendurch etwas zu kurz, aber trotzdem ausreichend. Jetzt ist er bekannt in der Nation durch seine Artikulationen. Seine Fans sind schon längst blind für Manipulation. Sind halt Kinder ab 10, folgen blind deinem Weg und hätten damals wahrscheinlich auch Adolf Hitler gewählt. Ich finde es teilweise ziemlich gut, wie er seine Aussagen lyrisch verpackt. Die letzten 4 Zeilen sind auch ziemlich gut gemacht. Okay, da war er sogar noch recht nett. Da war er ganz nett. Da fand das anscheinend ganz okay noch, ne? Ging fit. Ich hab's halt gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Also es hätte jetzt auch sein können, dass er mich komplett zerf... Und ich wäre damit down gewesen, weil es halt... War dann halt so, ne? Weiß ich einfach nicht mehr. Zu lang her. So, also ich weiß nicht, wie es die anderen Teilnehmer gemacht haben. Aber ich jetzt als Teilnehmer, ich habe mir die Analysen einmal gegeben und wusste dann, woran ich bin. Ich guck mir das halt nicht öfter an dann. Dass du Affe heute rappst, beweist doch eigentlich, wie sehr du kleine Bitch dich für die Masse beugen lässt. Doch die Masse wächst, die dich in Zukunft sehr oft boykottiert. Shit, ich kann dir sagen, der alte Julian wäre enttäuscht von dir. Oh, wie gemein. Punchline-technisch schwächer ist diese Reimkette, die außerdem voll mit Zweckreimen und hingewurstelter Satzstellung ist. Schon wieder das Turnier im Netz, ich liefere ab und biete jetzt ein Nieder... Das war auch, glaube ich, die heftigste Stelle im ganzen Part, ne, mit diesem auf Zwang gereimt. Schlag für diesen Chef, den niemand mag, dank vieler Tracks, sei sie mal Spaß, denn die krass, dank fieser Bass den Titel weg und hab mir von Anfang an den Sieg ganz klar zum Ziel gesetzt. Ich schieße ab und zieh perfekt mit Riesemass den Typ da weg, dann sieht man niemals mehr deinen Bibelquatsch im Internet. Ich lieben zwar sehr viele Fans, doch niemals schaffst du dir Respekt. Bist du jetzt noch am Leben, gib mein Feature-Gast dir hier den Rest. Es wechseln sich inhaltlich gute Lines mit Reimketten ab, bei denen er anscheinend etwas angeben wollte, aber leider... Ja. Er hat's ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich würde es unterstreichen, ja. Was heißt angeben? Ich habe halt gedacht, ich wollte Julian ein bisschen imponieren, ne? Und war sowieso gerade viel im Kontakt mit Diho, so, das hat das halt, ne, ergeben. Wieder oft wegreimen musste. Es haut bei weitem nicht alles rein, aber das Punchline-Grundgerüst ist ziemlich gut. Das Wortspiel von Diho mit dem Endzug fand ich auch nett. 14 Punkte für Punchlines. Die Technik. Die ganze Quali besteht aus Kettenreimen, aber bei Reimketten sind Zweckreime und Grammatik vergessen. Meistens vorprogrammiert und da ist Gio leider keine Ausnahme. Technisch ist das nicht so gut, wie es für die meisten im ersten Moment den Anschein macht. Er bleibt somit trotz Reimketten und Mehrfachreimen im Mittelfeld mit 8 Punkten bei Technik. Ja, aber das passt, weil ich glaube, er war ja immer noch auf diesem Film, dass er die Zuschauer so ein bisschen erziehen musste, ne? Und wollte den halt, ey, jedes Bild von mir ist schlimm, Digga. Und wollte den Leuten halt klar machen, von wegen so, ey, lasst euch davon mal nicht blenden. Ne, es klingt alles gut gereimt, aber hier und da ist es halt zurechtgewurstelt, ne? Technik. Der Vorteil an Reimketten ist, dass sie immer gut klingen, egal wie verzweckt und gewurstelt sie sind. Er floht seine Runde dementsprechend gut, aber Diho hat leider mit seinem undeutlichen, ziemlich wacken Double Time in der Hook reingeschissen. Und der Hauptrapper muss sich immer für seine Feature-Gäste verantworten. Eigentlich 9, aber durch Diho nur 8 Punkte bei Flow.
eine grundsolide. Ah, krass, okay, wusste ich gar nicht mehr, dass ich so einen Punktabzug bekommen hat, wenn der Feature-Gast, ja gut, okay, ja. Runde, die Dio da gebastelt hat, hat mir gut gefallen. Die Hook von Diho war leider gar nicht nach meinem Geschmack, von dem kenne ich deutlich bessere Sachen. Ja, die war auch nicht so gut. Der hatte, wie gesagt, Diho war da auch schon, hatte da schon echt krasse Dinger teilweise auf seinem YouTube-Kanal. Aber die Hook fand ich jetzt auch nicht so krass, ne? No hate, Alter, ihr wisst, lieb Diho, ne? Aber in der, ja, war halt, wie es war. Die auf den ersten Blick unheimlich gute Technik von Gio ist an vielen Stellen leider mehr Schein als Sein. Aber insgesamt ist das durchaus in Ordnung. 11 Punkte obendrauf. Macht insgesamt 72 Punkte für Gio. Okay. Mal gucken, was ist, wo ich da gleich lande. Ich glaube, Punch wird auch, also Punch wird, glaube ich, sehr gut bewertet werden, ne? Auch gerechtfertigt, war ja super qualitativ. Ach ja, der Punch-Arroganz, unsere kleine Extrawurst. Da hat es sich zum Ziel gemacht, einfach jede einzelne Regel zu brechen, um auf sich aufmerksam zu machen und hat sein Video viel zu früh und bei sich hochgeladen. Warum er jetzt... Ach stimmt, er hat sogar bei sich hochgeladen, ja, ja. ...ist trotzdem im Turnier ist, obwohl er absolut alles Erdenkliche gemacht hat, was er nicht hätte tun sollen, um ins Turnier zu kommen. Gerade weil er das gemacht hat. Er hat nicht nur mich gedisst, sondern auch das Regelwerk und das gesamte Turnier an sich. Ah, laber doch keine Scheiße, der war einfach dope und du wolltest ihn in deinem Turnier haben, du kleine Lügenbacke. Ziel war es, mich so gut zu dissen, wie es geht. Und da war er mit dieser Aktion unheimlich originell. Ja, natürlich hätte er das nicht bei jedem so gesagt. Und deswegen ist jetzt Quatsch. Ne? Im Grunde wollte er den einfach haben, weil erstens, der hatte schon eine Fanbase hinter sich durchs VBT. Ne? War ein guter Rapper, ne? Hatte gute Videos, coolen Flow. Er wusste halt, dass er profitiert davon, wenn er den im Turnier hat. So. Ich werde das zu früh hochladen, das falsch hochladen und diese ganzen anderen Provokationen, so wie sie gemeint sind, als Punchlines gegen mich. Punchlines, die ihm sehr gut gelungen sind. Soll ich einen vernünftigen Rapper deswegen nicht annehmen, weil er sich extra Gedanken gemacht hat, wie er mich am besten dissen kann, sich von der Masse abhebt und das ganze Turnier auf die Schippe nimmt? Ich habe dann nochmal bei Facebook eine Umfrage gestartet, ob ihr den denn überhaupt haben wollt. Die Mehrheit war eindeutig dafür. Damit ja, gut, aber das war ja auch klar. Ja, aber es war ihm auch klar, dass die Antwort kommt, von dem her. Ja. War es am Ende sogar eine demokratische Entscheidung und nicht allein meine. Also habe ich ihn zur Vorauswahl zugelassen. Eure Bewertung war dann auch entsprechend boah, gut. Krass. 95%, das ist heftig. Das ist, glaube ich, Platz 2. Ihr habt ihm insgesamt 24 Punkte gegeben. Das macht Punch, Arroganz und SpongeBoss zu den beiden Kandidaten mit den besten Bewertungen in der Qualifikation. Da und das, genau einen davon habe ich als Gegner bekommen, direkt als erstes. Ja, hart. Das Video sieht okay aus von der Optik, nicht bahnbrechend, aber okay, 3 Punkte. Und mein Video ist richtig kacke, das ist Absicht. Denn wie willst du meinen Schnitt bewerten, wenn gar keiner da ist? Ah, bitch. Wie bewertet ein Lehrer einen Test, wenn der Schüler ein leeres Blatt abgibt? Mit einer 6 natürlich, also 0 Punkte für Schnitt. Aber man könnte es natürlich als eine Art Plansequenz gelten lassen. Eine extrem wacke, aber eine Plansequenz. Plansequenz, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, das Wort. Wer nicht weiß, was eine Plansequenz ist. Ah, danke Julian, erklär mal. Der drückt auf den Link in der Beschreibung und guckt sich die ersten 3 Minuten von dem Film Jean-Claude Van Damme an. Nö. Außerdem ist der nicht vorhandene Schnitt auch als Punchline gedacht, deswegen gebe ich hier trotzdem mal einen Punkt. Die Location, irgendeine Reihenhaussiedlung, nicht der Rede wert. Insgesamt ist das Video ziemlich kacke, aber das sollte es ja auch sein. Macht 7 Punkte, aber kommen wir zum Rap. Punchlines. Zum Rap. Ja, wie ich schon sagte, ist die ganze Aktion, die er da gerissen hat, ziemlich cool gewesen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ansonsten verarscht er mich und mein Turnier in einer Tour. Er hat seinen Regelverstoß wunderbar thematisiert und umgesetzt. Ich zerreiße dich mit Leichtigkeit und zeig dabei, wie Rap zu sein hat. Naja, wie deiner. Im Prinzip nur halt mehr wie meiner. Ich wäre gerne im Turnier dabei. Aber das geht nicht, weil ich jetzt schon Regeln breche. Aber kannst du da nichts regeln, Julian? Guck mal, ich lade auf meinem eigenen Kanal hoch. Am Ende hatte er ursprünglich noch einen Beat genommen, an dem er keine Rechte hat, um noch eine Regel zu brechen. Aber das musste ich leider wegschneiden, weil sonst irgendein Lutscher von der GEMA das Video hätte sperren können. Ich werte das aber natürlich mit. Die Punchlines an sich sind nicht unbedingt der Überschritt. Die ganze Aktion ist das, was seine Quali ausmacht und sein... Ja gut, da war jetzt auch nicht die vernichtende Line drin. Es war halt wirklich einfach so, das Gesamtprodukt war einfach entertainend, oder? Seine stärkste Punchline ist der Track als Ganzes genommen. Und dafür gibt es von mir 15 von 20 Punkten für Punchlines. Kommen wir zum Flow. Der Junge ist gut im Takt. Beim Double Time sehr gut verständlich, auch wenn es da ein bisschen schwammig wird statt perfekt on point. Hat Flow-Abwechslung drin. In der Hook singt er einen... Ja, ich weiß, was er meint mit schwammig. Ich finde das eigentlich... Ja, was heißt schwammig? Finde ich ein bisschen hart so. Aber ich weiß, was er meint, im Gegensatz zu einem SpongeBoss jetzt zum Beispiel. Ne? Der SpongeBoss Double Time zum Beispiel, der ist so clean. Ne? Das ist so richtig... knackig, so haben wir ja schon auseinandergenommen in der Qualifikation, ne? Und da wirkt Punch dagegen nicht ganz so knackig, aber schwammig finde ich auch ein bisschen hart so, aber gut.
absoluten Ohrwurm. Ja, da fand ich die gerade von. Ja, gut, okay. Das ist alles sehr gut, aber da geht noch was. 9 Punkte. Technisch ist der Benjamin nicht so dolle, da schwächelt er etwas. Unsauber gereimt, hingewurstelt, kaum Nomenreime, alles extrem billig. Das ist unterer Durchschnitt und das haben andere deutlich besser drauf. 6 Punkte. Ja, aber das ist natürlich genauso, wie du mit Technik über den Inhalt hinwegtäuschen kannst, teilweise. Oder dadurch auch coole Flows kreieren kannst. Genauso ist es halt mit Melodie oder Musikalität, kannst du halt auch viel über die Technik hinwegtäuschen. Mir ist es zum Beispiel gar nicht so bewusst aufgefallen. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet. Ich denke, den meisten wird's von euch wird es genauso gegangen sein, ne? Dadurch, dass es musikalisch und irgendwie, ja, einfach, man nickt mit so, ist ja egal, ne? Ja, die Reime sind nicht so nice. Egal, man achtet nicht drauf, ne? Und das ist halt immer, das ist halt bei Rap so immer so schwierig, diesen Mittelweg zu finden, ne? Zwischen ich flowe cool, ich bringe geile Punchlines, ich bringe coole Technik und irgendwie hört sich's trotzdem noch gut an. Das ist echt immer so ein, ne, so ein Balanceakt so. Die Aktion war cool, er hat sich da echt was einfallen lassen und die Runde ist an sich auch solide. Ich persönlich lege nicht so viel Wert auf das Video und kann auch Technikschwächen bei ihm gut verkraften, weil sie kaum auffallen und die Runde insgesamt richtig gut rüberkommt. Ich feiere seinen Style und die Hook hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte ihm auch 14 Punkte dafür gegeben, aber man merkt auch deutlich, dass das ziemlich schnell hingeschissen wurde, um der Erste zu sein. Außerdem ist das nur ein 16er plus Hook und damit die kürzeste Runde von allen. 12 Punkte obendrauf. Zusammen mit eurer Bewertung. Krass, okay. Macht du hast insgesamt 73. Oh, aber krass, ich hab 72 gehabt, ne? Wir waren ja dann voll nah beieinander, ey. 70 Punkte für Punch Arroganz. Und damit haben wir unsere Aufstellung für das JBP 2013. Ich find's jetzt selbst spannend, wo ich bin. Als wäre ich so ein Zuschauer, der das erste Mal guckt. Ich persönlich finde es sehr schade, dass Perplex nicht dabei ist, weil er eine meiner Lieblingsqualifikationen gemacht hat. Und eigentlich nur wegen des katastrophalen Videos und dem User-Voting rausgeflogen ist. TJ hätte. Krass, okay. Plex war gar nicht mehr dabei. Der kam dann erst das nächste Jahr dazu. Ich dachte, er wäre jetzt schon dabei gewesen. Auch einiges im Turnier reißen können, wenn er sich in der Quali ein bisschen mehr angestrengt hätte. Ich hoffe, dass beide nächstes Jahr wieder mit dabei sind. Auf meiner Facebook-Seite juliensblog.tv, Link in der Beschreibung, könnt ihr euch oben im Header immer angucken, wer wann gegeneinander antreten muss. Wie süß das damals gemacht war. Im Facebook-Header stand ich drin. Gio/Punch Arroganz. Das sind alles Sachen, die kann ich dann später meiner Tochter erzählen, wenn sie alt genug ist. Guck mal, da steht Papa da oben. Da oben, bei Juliens Blog TV auf Facebook. Und sie, Papa, hör auf mit deinen alten Geschichten. Ich will zocken. Ja, okay. Oder andere Neuigkeiten zum Turnier begutachten. Morgen kommt die erste Runde Winnen gegen Green um 18 Uhr und dann immer abwechselnd JBB und Hall of Shame. Hä? Wo ist die Gesamtliste? Schick's dir nicht per Netlo, reich mein Video zu früh ein und zu spät und zu oft, also hol mich ins Turnier rein. Ey. Du änderst doch so gerne mal. Finde ich jetzt scheiße, ich hab doch nur darauf gewartet. All die Regeln. Find ich nice von dir. Okay, warte mal. Egal, lass mich ganz kurz gucken. Wir gehen einfach in eine Analyse von davor und rechnen unsere Punkte dazu oder unsere mit rein. Warte mal, es müsste hier irgendwo mit sein. Hier. Also, da drüber war noch ein Cassius. War Punch. Also es war SpongeBoss, Cassius Clay, Punch, Winnen und ich gleich. Also eher im oberen Mittelfeld sogar. Ne? Oder Mitte, so Mitte. Wenn die beiden unten rausfliegen, mittig. Ich war, glaube ich, also durchschnittlich so. Aber ist doch okay, ist doch okay. Da kam ich ja besser weg, als ich gedacht hätte. Aber ich war auf jeden Fall kein Favorit, sagen wir es so. Also ich gehörte jetzt nicht zu denen, mit die direkt irgendwie einen Hype hatten, ne? Im Mittelfeld so gehypt oder was die Leute sehen wollten. Und das ist ja oft schon entscheidend, ne? Wenn du dich für einen festgelegt hast oder für, der erste Eindruck macht dir immer viel aus, ne? Das heißt, der Großteil der Leute hat sich auf SpongeBoss gefreut, auf Cassius Clay und wahrscheinlich auf Punch. So, die wenigen Punkte bei Punch sind ja nur zustande gekommen, weil er keine Videopunkte bekommen hat, ne? Das waren so die drei, auf die sich die Leute gefreut haben, ne? Und der Rest war so, ja, die sind halt mit dabei. Und da gehörte ich mit dazu. Ja, meine Freunde,